Okay, jetzt funktioniert. Weil du es vielleicht miteinander verbunden hast. Kannst du miteinander verbunden. Koko ist mir zu hoch. Nee. Aber immer, jede Generation. Jede Generation. Ich bin für jede Generation zu alt. Das ist unglaublich. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn da los? GoPro 11 und wir sind immer noch bei GoPro 2, die wir lieben. Ja? Das kann doch nicht wahr sein. Was ist da los? Oh Mann, GoPro 11, ey, lass mich an Land. Die Probleme werden immer gehäufter. GoPro 2, kein Problem. Meinst du, es summiert sich? Also ja, GoPro 3, GoPro 4, viele Probleme. Oh mein Gott, viele Probleme. Dann hatte ich die GoPro 5. Die war auch doof. Die GoPro 5 war scheiße, da war der Ton so grottenschlecht. War das ein Desaster, ey. Dann habe ich ausgesetzt, habe mir die GoPro 7 geholt und habe gedacht, jetzt starten wir durch mit diesem... Da war der Ton aber auch wieder besser. Da war der Ton ein bisschen besser, genau, und die haben nachgebessert. Und dann habe ich die GoPro 9 oder 10 geholt sogar. Ne? Das war die letzte GoPro und da war ich doch so enttäuscht, dass ich die gleich wieder zurückgebracht habe. Weißt du noch? Ja. Weil die mir alles steht und genutzt hat. Weil man konnte nämlich kein Ladekabel anschließen. Die hat nicht funktioniert mit dem Akku, wie ich es bisher mal gemacht habe, mit Ladekabel. Und GoPro 11, ich pack das Ding aus, Creators Edition. Scheiß die armen Creator. Muss man kreativ sein, um diese Computerfehler, die von vornherein drauf sind, oder die Technikfehler, die von vornherein drauf sind, um das zu kapieren. Oder aber weißt du, das liegt jetzt daran, weil ich es nicht verbunden habe? Ich hoffe sehr, dass es daran liegt, dass ich keine Bluetooth-Verbindung hatte. Es wäre aber schön gewesen, doch in Schriftform, ja, ich bin aus der Zeit, ich bin jemand, der noch Seiten umblättern kann. Und nicht nur scrollen, wenn da statt dem Zettel, wie man das alles fachgerecht entsorgt, den ganzen Kram, den man gerade für 1000 Euro gekauft hat, wäre schön gewesen. Man hätte jetzt erfahren. Das ist ja nicht mal eine GoPro-Seite, wo ich drauf bin. Das ist eine Community-Seite. Ah, das ist eine Community-Seite. Seht ihr mal, habt danach zu bessern. Also das ist unglaublich. Wie kann sowas sein? Ja? Wie gesagt, das kostet das Set. Weiß ich gar nicht, wie viel es kostet. 700? Und dann die Karte nochmal dazu. 1 Terabyte habe ich geholt. Ja, ich bin mutig. War auch noch mal ein bisschen was, also irgendwie bei 900 Euro landest du am Ende. Teure Tobi, pack das Ding aus und du hast erstmal total die Probleme. Ja, irgendwie. Es wäre schön gewesen, da einen kleinen Flyer mit bei zu haben. Macht das so, Kinder. Es richtet eure Bluetooth-Verbindung auch ein und so. Ich stecke hier immer die analogen Stecker ineinander und denke, dass dann die Verbindung funktioniert. Nein, es muss alle drahtlos durch die Luft erfolgen. Ansonsten funktioniert sowas nicht richtig. Ist nicht meine Generation. Gilt das nachzubessern so für die ältere Generation, so ab 40, vielleicht doch auch die wollen noch eine Actioncam haben, weil sie ja denken, sie sind noch jung, machen die Action zwar nicht mehr, also ich mache keine Action mit der Actioncam, aber wollen sich auch gut betreut fühlen, noch jung fühlen, deswegen... Einen kleinen Beipackzettel drin, ja, nicht nur wo drauf steht, bitte das in die Mülltonne und das in die Mülltonne und das in die Mülltonne, sondern einfach nur eure GoPro hat ein langes Leben vor euch, vor sich und vor euch. Das dann, lange Überleben. Wird euch überleben im Müll. Und ja, einfach einen Zettel mit dran packen, wo man das genau erklärt bekommt, das wäre total toll. Das wäre super gewesen. Ja. Statt hier noch einen Zettel mit, bitte scan mich und dann könnt ihr noch ein Abo abschließen für 50 Euro im Jahr. Meine Frau ist auch. Ich droppe das Mic und verlasse die Szene. Wer kennt das noch?